Vor 2 Jahren ist die Spendenplattform gutfürmünchen.de gestartet, die von der Stadtsparkasse München betrieben wird. Anfangs konnte man 333 Projekte finanziell unterstützen. Jetzt sind es fast 600. Und nun legt die Städtische Bank noch einen drauf. Am 6. Juli werden wir 10 Projekte begünstigen, alle Spenden, die an diesem Tag ab 10 Uhr geleistet werden auf die Spendenplattform, werden von der Sparkasse verdoppelt, so lange bis die 10.000 Euro Spendenvolumen erreicht sind. Ein Beispiel? Das Geburtshaus München in der Fäustlerstraße im Westend. Aus eigener Kraft gebären, heißt es in dieser Einrichtung. Träger ist ein Hebammenverein, der immer auf Unterstützung angewiesen ist. Jährlich gibt es hier rund 250 Geburten. Dabei steht die Sicherheit für Mutter und Kind an erster Stelle. Wir sind eine Institution in München inzwischen seit 1994, also schon seit 23 Jahren jetzt. Der Unterschied ist, wir haben so eine häusliche, wohnliche, heimliche Atmosphäre. Wir haben, also eine Hebamme ist für die Frau zuständig, betreut die Frau durch die Geburt. Das ist diese 1:1 Betreuung, das ist das A und O, was einfach auch die Ängste auch nimmt. Gebären im Geburtshaus ist eine Alternative zur Klinikgeburt und zur Hausgeburt. Insgesamt 15 Hebammen sind hier tätig. Diese begleiten die Familien auf ihrem individuellen Weg durch die Schwangerschaft. Super. Also wir haben uns ja ganz bewusst fürs Geburtshaus entschieden, einfach weil wir uns halt hier aufgehoben gefühlt haben und halt auch eben uns die Betreuung, also auch gerade diese 1:1 Betreuung gewünscht haben. Und das hat es für uns letztendlich auch ausgemacht. Ja, also die ganze Atmosphäre, die Räumlichkeiten und vor allen Dingen halt die Arbeit der Hebammen. Also man ist wirklich, man wird einfach da abgeholt, wo man es braucht, emotional, psychisch, körperlich. Also es ist einfach wunderbar, die Vorbereitung auf die Geburt, der Weg, die ganze Geburt und jetzt eben auch die Nachbetreuung ist einfach bewegend. Und ja, also jederzeit wieder Geburtshaus. Weitere Projekte, deren Spenden die Stadtsparkasse am 6. Juli verdoppelt, sind zum Beispiel die Münchner Tiertafel, Horizont e.V. und die Klinik-Clowns. Doch damit nicht genug. Weitere Aktionen sind in Planung. Es richtet sich an unsere Firmenkunden. Wenn dort ein Jubiläum, ein runder Geburtstag oder eine Weihnachtsfeier ansteht, die vielleicht durch eine Spendenaktion ersetzt werden soll, so können wir unsere Plattform zur Verfügung stellen, und zwar kostenlos zur Verfügung stellen für eine eigene Spendenaktion dieser Firma. gutfürmünchen.de. Bislang wurden in München auf dieser Plattform knapp 2,4 Millionen Euro für gemeinnützige Projekte gespendet.